Oh. Was war euer bestes Tor in der Karriere? Seid ihr von den Spielen erhöht? Ihr hofft euch bei einer Mainzel in der Kabine. Wo gehen Sie am liebsten in den Urlaub? Ich hab schon gehört. Wer ist euer Vorbild? Die fand ich immer ziemlich cool früher. Kannst du mal mit dem Fußball spielen? Das ist Jodo von Baldo. Wie alt seid ihr? Das sind ja schwierige Fragen. Das war nur ein kleines Schwert. Ah, das ist eine ganz miese Frage. Ich bin 25. Ja, wenn ich jetzt 25 wäre, dann könnte ich das auch immer so sagen. Ja. 29, ich bin 29 Jahre alt. Wo ist euer Vorbild? Jana Feldkamp. Früher hatte ich immer Simone Laudea, die hat auch in der deutschen Nationalmannschaft gespielt als Vorbild. Bastian Schweinsteiger, sagt ihr der was? Ja. Der ist richtig gut. Den fand ich nämlich auch immer richtig gut. Und deswegen habe ich dann die 31 genommen. Ist es heutzutage auch noch so cool, so Freundschaftsbücher zu haben? Gibt es das heutzutage noch? Ja. Ja, und da gibt es auch so eine Zeile, so mein Berufswunsch. Und da habe ich immer Fußballprofi reingeschrieben. Ich glaube, wenn du wirklich Profi werden willst, dann musst du immer ganz fleißig sein und ganz fleißig trainieren. Und einen gewissen Ehrgeiz haben. Aber manche Sachen kann man auch gar nicht beeinflussen. Deswegen das Wichtigste ist, dass du Spaß dabei hast. Was ist euer Lieblingstier? Ja, natürlich der Elch. Boah, aber ich finde Elefanten finde ich auch ganz schön. Die finde ich beeindruckende Tiere. Hunde so an sich als Haustier finde ich toll. Also wir haben daheim einen Hund. Jetzt bin ich ja leider weggezogen. Deswegen wohnt er jetzt nicht bei mir. Aber einen kleinen Zwergschnauzer. Bei uns haben tatsächlich drei immer mal wieder ihre Hunde mit dabei. Dann laufen die in der Kabine rum. Ist immer ganz schön. Und vor welchem Gegner habt ihr am meisten Angst? Angst hat man nie, nur Respekt. Wer sorgt für euch bei einer Mainzel in der Kabine? Also wenn Fabi ihre Haare wäscht mit den Locken, dann braucht sie schon ziemlich lange. Wen finden Sie mir besser, Messi oder Ronaldo? Also ich sag Messi. Ja, ich bin auch Team Messi. Was ist euer Lieblingsessen? Spaghetti Bolognese von der Mama. Also nichts gegen meine Mama, aber meine Oma kann noch besser kochen. Ich esse gern abwechslungsreich, mal Nudeln, dann aber auch mal wieder eine Pizza. Ohne Speck. Ich bin nämlich Vegetarierin, deswegen ohne Speck. Ja, das passt zu dir. Ich hoffe auch. Das war nur ein kleiner Scherz. Ja. Kannst du mal mit ihr Fußball spielen? Ja, vielleicht mal bei einem Hoffi-Trainingscamp oder so können wir mal vorbeischauen. Welchen Zeitungsartikel würde euch am meisten gefallen, der über euch geht? Wenn ich jetzt an die Saison denke, würde ich super gerne lesen, die TSG Hoffenheim Frauen gewinnen den DFB-Pokal. Den zu gewinnen oder wenigstens mal im Finale zu stehen, das wäre schon eine coole Sache. Aber Jana stand schon mal im Finale, glaube ich. Gell? Das kann ja dann nicht dein Traum sein. Nee, du musst es gewinnen. Nicht. Genau.